Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Boss der Bartagam. Wir reagieren heute auf ein weiteres besonderes Tier. Und zwar sind es heute die Segelechsen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Bleibt dran, let's go! Wie immer verlinke ich euch das Originalvideo natürlich in der Videobeschreibung. Also da könnt ihr es euch gerne nochmal reinziehen. Er sieht aus wie ein gefährlicher Drache. Das philippinische Segelechsenmännchen im Tropenaquarium. Also der ist ganz friedlich, wenn man ihm die Kehle krault. Hier so unterm Hals. Dann kann man ihn auch anfassen. Man kann auch Kinder mal anfassen, wie rau der ist. Das ist ein Segelechsenmännchen. Die Segelechsen sind die größten Agamen der Welt. Und sie sind, wie man sehen kann, original kleine Drachen. Okay, Freunde, also damit hätten wir auch geklärt, warum ich darauf reagiere. Diese Segelechsen sind Agamen, und zwar die größten Agamen der Welt. Ne? Die Agamen gehören ja zu den Echsen, sind ein Teil der Echsen. Machen da auch einiges aus. Diese Segelechsen sind sehr groß und haben eben gewisse Segelfunktionen, auch vom Aussehen her vor allem. Praktischen Nutzen hat es jetzt nicht so arg, aber auf jeden Fall heißen die so wegen der Segeloptik, die sie auch am Schwanz haben. Dazu kommt der Typ wahrscheinlich auch noch. Ja, schauen wir mal weiter. Ist das große Segel hier auf okay, dem ja. Schwanz der Männchen, die Weibchen haben das deutlich kleiner. Das ist einfach ein Hautlappen, der durch verlängerte Rippen hier so aufgestellt ist, und damit möchten sie einfach von der Seite größer wirken. Die haben hier auch so eine. Okay, also wie die meisten Reptilien das möchten, größer wirken. Die Bartagam, die sich aufblustern, die Königskobra, die sich aufblustert. Einfach, dass sie größer aussieht und ein bisschen dominanter wirkt, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so groß ist. Und demgegenüber dem Kampfkumpanen nicht gewachsen ist, vielleicht trotzdem groß aussieht und den abschrecken kann. Eine kleine Kehlwamme, die können sie auch mit einem Zungenbein aufstellen. Sie haben einen Kamm auf dem Rücken. Und sie haben sogar einen Kamm hier oben auf der Nase, wie man sehen kann. Das hier ist das Trommelfell, wie bei allen Echsen. Habe ich keinen Natürlich schön mit dem Mittelfinger gezeigt. Unseres Rohr, wie unsere Rohrmuschel, sondern das Trommelfell ist frei sichtbar. Diese großen Schuppen hier, die werden immer lilaner, wenn er sich aufregt oder wenn er jemanden sieht, um den er werben möchte. Genauso wie bei Bartagamen, die eben dann schwarz werden, wenn sie Angst bekommen oder sich erniedrigt fühlen oder ähnliches, dann blustert sich der Bart auf und es wird schwarz. Die Bartagam generell wird einfach dunkler. Wir gucken gleich mal, da ist das Weibchen. War jetzt lange hinter den Kulissen und hat da Eier gelegt. Wie sie darauf reagiert, wenn sie ihren... Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich tatsächlich ein bisschen lila färbt an den Schuppenstellen. Mann hier wieder sieht. Also der Mann ist deutlich größer und man sieht auch, dass der Schwanz, wenn sie das mal zeigen, dann plötzlich... Da ist ein viel, viel kleineres Segel hier am Schwanz. Also beim Weibchen kann man es nur kaum erkennen, ob es jetzt eine Segelechse ist oder nicht. Aber beim Männchen deutlich. Ne? Also jetzt wissen wir auf jeden Fall eine Vokabel mehr. Segelechse. Beim Weibchen, da können sie kommen. Lasst auch gerne ein Like da, wenn euch dieses Format gefällt, wenn wir einfach auf verschiedene Reptilienarten reagieren. Und ja, so bildet es mich weiter, so bildet es euch weiter. Ich versuche euch immer ein paar weitere Infos zu geben, die jetzt im Video nicht erwähnt wurden, und auch ein bisschen das Ganze auf Bartagam vielleicht zu beziehen. Die also sehr gut auseinanderhalten. Segelechsen können gerade als Jungtiere auch über Wasser laufen, wo wir das hier so schön sehen. Der so vergrößerten Schuppen hier an den Zehen. Es gibt also eine richtige Fläche, mit der sie auf das Wasser schlagen. Und sie können natürlich toll klettern, deswegen sind die... Also der meint jetzt vermutlich die Froschlappen, die auch ich teilweise habe. Ich will es euch gerade mal hier zeigen, wie man es sehen kann zwischen meinen Fingern und auch vor allem hier. Ne, diese Froschhaut, also die ist bei mir wirklich stark ausgeprägt. Hier sieht man es auch sehr gut. Ne, hier diese Froschhäutchen, Schwimmhäutchen, wie auch immer man es nennen will, ist bei mir stark ausgeprägt. Also vielleicht gehöre ich zu den Segelechsen, wer weiß es schon. Lul. So, weiter geht's. Hier alle diagonal zur Körperachse, sodass sie also richtige Steigeisen haben, wenn sie einen Baum hochlaufen.
Also wir nehmen das Weibchen raus, wenn es trächtig ist, weil dieses Gehege hier ist viel zu groß und unübersichtlich. Wir würden überhaupt nicht sehen, wo sie die Eier verbuddelt und ob es dann in der richtigen Temperaturregion... Hier sehen wir also noch, was diese Segelechsen zu essen bekommen. Vor allem ist es hier ganz normaler, ich schätze, Eisbergsalat. Also da muss man nicht so ganz auf den Wert achten, wie sauer das ist oder wie viel Säureanteile auch in dem Salat drin sind, die man jetzt von außen nicht betrachten kann. Und ja, es sind wahrscheinlich nicht viele Vitamine drin, aber Hauptsache ein paar Nährstoffe, ein paar Vitamine und Mineralstoffe und eben die Karotte, ein bisschen Beta-Carotin. Von daher, ja, das ist wahrscheinlich so die Nebenmahlzeit, die sie haben. Vielleicht bekommen sie noch irgendwelche Lebendfutter. Das kann sein, vielleicht erzählen sie es noch. Ist und ob da nicht vielleicht irgendwelche Insekten, die ausbuddeln oder irgendwelche Schildkröten, die es kaputt machen. Das ist uns alles zu risikoreich, deswegen nehmen wir das Weibchen raus, warten, dass es irgendwo hinter den Kulissen in eine kleine Box die Eier legt, nehmen dann diese Eier aus dieser Box raus und inkubieren die bei 29 Grad. Also hier eine kleine Vokabel, inkubieren ist das Ausbrüten von den Eiern. Das machen die hier nicht mit dem Weibchen oder sonst was. Das machen die selber in einem Inkubator. Dazu kann ich auch mal ein Video machen, wie das funktioniert. Dann würde ich mich auch noch ein bisschen weiter einlesen. Also einfach, dass die Eier genommen werden, in den Inkubator bei 29 Grad in dem Fall geben und dann werden sie ausgebrütet. Vermutlich so in ein, zwei Wochen. Die Inkubationszeit über 90 Tage, also über 3 Monate, ist schon sehr lange. Okay, bei denen ganz besonders ist es bis zu 90 Tage. Ist schon sehr lang, aber ja, so ist es halt bei den Segelechsen. Da muss man gut gucken, dass die Eier optimal versorgt sind. Die haben sie jetzt mehrere Monate draußen gehabt, auch damit sie sich mal komplett erholen kann und wieder neue Kraft ansetzen kann, um neue Eier entwickeln zu lassen. Da müssen die auch ein bisschen Reserven sich anfressen. Und also wenn sie hier dauerhaft bepaart wird, sag ich mal, dann ist das für so ein Weibchen Dauerstress. Und wir wollen auch nicht ein Gelege nach dem anderen haben, sondern die müssen auch mal Ruhepausen haben vom Männchen. So, jetzt möchte ich gerade noch erwähnen, hier dieser Kollege, der Doktor, ist Experte bzw. Leiter des Tropen-Aquarium-Teams. Ne? Also diese Segelechsen leben also nicht in einem Terrarium in Wüstenbedingungen mit Sand und so, sondern eher in einem Aquariumklima mit vielen Teichen, die da drin haben und höherer Luftfeuchtigkeit. Und insgesamt ist das Ganze natürlich viel größer, haben da ihren Platz, wo sie sich ausbreiten können. Also sind Aquarientiere eher als Terrarientiere, auch von Klima her. Sich anfressen, mal Pausen haben vom Männchen, sodass wir also da möglichst nachhaltig das Tier auch nicht durchheizen, sag ich jetzt mal. Während die philippinischen Segelechsen sich ihr Gehege mit Basilisken und Schildkröten teilen, leben die 4 Monate alten Jungtiere einträchtig hinter den Kulissen in der Quarantäne. So, ja, bei. Passend zu Corona in Quarantäne. Ja, ich denke, das hat einfach den Grund, dass die sich nicht gegenseitig angreifen und auch nicht gestresst werden und sich so ohne Probleme entwickeln können. Schauen wir mal, was die noch dazu sagen. Bei den philippinischen Segelechsen hat sich das tatsächlich so herausgestellt, dass wir die größeren Herausforderungen bei der Verpaarung der Elterntiere und bei der anschließenden Inkubation der Eier hatten. Das war bis jetzt für uns immer die größere Hürde. Die Aufzucht klappt im Moment vollkommen unproblematisch. In einigen Monaten werden die beiden Jungtiere das Tropenaquarium Hagenbeck verlassen und in anderen europäischen Zoos dafür sorgen, dass die Fangemeinde dieser seltenen kleinen Drachen weiter wächst. Okay. Also, die Tiere, die bleiben ein paar Monate in Quarantäne, ja, zum Entwickeln, dass sie erstmal eine Grundentwicklung durchgemacht haben und auch ein bisschen schon wachsen können. Danach werden sie rausgegeben in einen anderen Zoo, oder wie ich das jetzt verstanden habe, und werden da eben die Fans ein bisschen begeistern. Also, wie wir jetzt noch rausgehört haben, diese Tiere sind die größten Agamen. Die Männchen haben große Segel, die Weibchen eher weniger. Die Weibchen werden abgetrennt von den Männchen und auch von anderen Tieren, damit sie in Ruhe die Eier ausbrüten können, aber inkubiert werden sie eben in einem Inkubator bei 29 Grad. So, was haben wir noch? Die Echsen sind selten, gibt es scheinbar nicht so häufig, im Vergleich zu Badegaben wohl genau das Gegenteil. Die werden ja extra gezüchtet in großen Massen auch. So,
ja, ich hoffe, ich konnte euch gute Informationen liefern. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und teilt ihn, wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet. Und schreibt es gerne auch in die Kommentare, ob euch dieses Format gefällt, wenn ich auf Reptilienarten reagiere. So, dann, wenn euch dieses Video interessiert oder der Kanal an sich, könnt ihr auch gerne mal bei dem Originalvideo reinschauen. Ich werde es euch verlinken. Der Kanal heißt Tierpark Hagenbeck. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein. Jetzt das Outro. Let's go. Bye.